Warcraft gespielt und halt viel nachgedacht, und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich, wie auch schon vorhin angekündigt, beziehungsweise in den letzten paar Tagen müsste das jetzt mittlerweile sein, eben dieses StarCraft Let's Learn hochladen werde. Davon sind heute schon 10 Folgen aufgenommen worden. Was viel klingt, ist gar nicht so viel eigentlich. Das liegt daran, das sind. Ja, was sind das? Es ist eine Woche, kann man sagen. Ja. Maximal eine Woche. Und 11. Seriously? 11? Greift Queen also im Zufall an, oder was? Ja, das ist auch blöd. Naja, wie dem auch sei. Mal schauen, ob Freya das erledigt. Das sind wir natürlich nicht. Da muss Vivi seine kostbaren Magiepunkte einsetzen. Leuchtauge, Wellenschläfer hast du ein, du Mongo. Oh ja, Grüner, das ist natürlich nichts Schlimmes. Naja, 10 Folgen sind aufgenommen. Das ist eine Woche, wenn ihr euch überlegt. 3 Folgen unter der Woche, beziehungsweise Dienstag, Donnerstag und dann halt Samstag, Sonntag. Jeweils 2. Das sind 4, 6 Folgen. Ja gut, ein bisschen mehr als eine Woche. Aber ganz ehrlich, ich werde definitiv einiges an Folgen haben, und wir werden auch so viel zocken jetzt, auch was StarCraft angeht, auch viel hochladen. Ob wir Teammatches spielen werden, weiß ich noch nicht, aber das werden wir einfach in einem Let's Play StarCraft Multiplayer, also beziehungsweise StarCraft Multiplayer hochladen. Und das werdet ihr dann sehen, ob wir das im Teamplay machen. Da habe ich schon 2 Leute, den Ceramius und den Pity Pit, die ihr vielleicht schon kennt so. Von denen habe ich bestimmt mal was erzählt, beziehungsweise mal was hochgeladen mit denen. Und ja, die beiden werden mich dann, ich sag mal, unterstützen. In Sachen, was die Aufnahmen betreffen, und das finde ich eigentlich ganz toll, wenn wir Teamplays machen könnten und die Jungs vielleicht auch Bock hätten darauf. Muss ich sie aber, beziehungsweise ich muss den Ceramius da überreden, weil er hat zurzeit nicht so die Lust auf dieses Spiel. Was ich eigentlich ziemlich, das finde ich gemein, schade finde. Aber ist ja kein Stress. Es wird auf jeden Fall so, wie manche Spieler hier so LOL spielen die ganze Zeit und ihre Spiele zeigen, werde ich halt mal StarCraft zeigen. Und ja, finde ich jetzt eigentlich nicht schlimm, finde ich eigentlich toll, eigentlich so eine Sache. Und ja, vielleicht lasse ich mich auch irgendwann mal zu LOL überreden. Ich habe mir ja einen Account erstellt, muss ich beichten. Muss ich ehrlich gesagt beichten. Und ich bin schon irgendwie ein bisschen angetan davon. Vor allem, weil, weiß nicht, also ich bin ja nicht so gut in sowas, aber hey, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, sag ich euch. Das sag ich euch. Kontinent des Nebels, und der Nebel ist ungesund, ja. Nee, aber, ich glaube, der Account ist Level 4 oder so, und da keine Chance. Geht irgendwie nicht. Geht nicht auf, die Taktik. So, Queena. Vielleicht kriegen wir das diesmal hin, dass du einen von denen fressen darfst. Du hast die schließlich zum Fressen gern, habe ich gehört. Zack. Und einen machst du schon mal kaputt. Freya macht halt einen Angriff auf einen. Aber ich glaube, das könnte richtig ins Auge gehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte natürlich auch hinhauen. Weiß man alles jetzt noch gerade nicht. So, auf jeden Fall greift niemand anderes an, außer sie dann jetzt den. Das macht er kalt. Bitte, Freya, mach jetzt kein. Oh, verfehlt. Gut ausgewichen, Queener. Okay, das könnte jetzt reichen. Bitte reich. Könnte ausreichen, komm schon. Muss schwächer werden. Ja, gut, dann klau sie dann. Und wir machen jetzt mit Dingens nix. Diebstahl fehlgeschlagen. Fressen. Oder muss Vivi nochmal zuschlagen? Muss Vivi da wirklich nochmal zuschlagen? Muss schwächer werden. Schlag zu, Vivi. Schlag
zu. Ich möchte mal sehen, was der uns bringt. Ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, was der macht. So, machen wir mal hier, zack. Hast du zum Fressen gerne den Typen. Wie wär's, wenn du dann auch nochmal angreifst? Genau, und uns nicht so warten lässt. Musch schwächer werden. Okay, anscheinend hat das Ding einiges einzustecken. So, okay, jetzt könnte es aber langsam mal reichen hier, bitteschön. Beziehungsweise, wir können hier uns ja... nee, wir probieren das jetzt nicht hier. Fressen. Du hast das Ding zum Fressen gern, Quina. Komm schon, jetzt friss es doch endlich. Nasshauch gelernt. Jawohl. Quina hat seine zweite Fähigkeit, oder die Quina hat ihre zweite Fähigkeit gelernt. Ich weiß es leider nicht, was Quina genau ist. Um ehrlich zu sein, will ich es auch gar nicht wissen. Bin ich auch ganz ehrlich mit euch. Ja. So, anlegen. Vivi hat sein Insomnia gelernt. Das hat ihn jetzt aber nicht so viel gebracht, sondern das ist eher sein Item. Hat sie dann vielleicht irgendwas, was ihm mehr bringt? Stärke würde zurückgehen, Wille würde hochgehen. Okay, Reflex würde hochgehen. Auch auf unebenem Untergrund null Problem. Halbiert die Effektivität des Erdelements. Verzehr mit Grünsprittern absorbiert Angriffselement Donner. Halstuch der Sehnsucht stärkt das Selbstvertrauen. Ja, probieren wir es mal damit. Könnte uns helfen. So, wir haben jetzt ehrlich gesagt wirklich alles erlernt. Nur noch die Organ... also mit der Organik noch nicht alles. 4 Punkte beim Jagdspeer. Alles da erlernt. Alles da erlernt. Zauberküssare erlernt. Nur noch 12 Punkte bei Hau den Lukas und dann... Haben wir die Tontauben noch nicht erlernt? Hä? Warum habe ich das dann gewechselt? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich das gerade gemacht habe. Habe ich das überhaupt gemacht mit Absicht? Weiß ich gerade gar nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall ein Zelt benutzen müssen, da wir eben ein bisschen ausgelaugter sind jetzt mittlerweile. Mhm. So, noch ein Zelt bitte. Ja. Ihr habt schon richtig gesehen. So, jetzt müsste das reichen. So, was haben wir denn hier? Voll, 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 voll. Sehr gut. Ja, ich musste 2 nehmen, da wir ja eben im letzten Kampf etwas mehr eingesteckt haben. Und warum drehen wir uns eigentlich immer in die Richtung, wenn wir einen Kampf beendet haben, verstehe ich nicht so ganz. Muss ich, glaube ich, auch nicht so ganz verstehen. So, jetzt sind wir Richtung... Ja, in der richtigen Richtung, Richtung dieser Malukas Grotte. Und hoffentlich haben wir noch einen Kampf davor. Hoffentlich haben wir einen Kampf davor. Ja, wir haben noch einen Kampf davor erwischt. Ich weiß gar nicht, warum. War ja kurz davor, vor dem Tor zu sein. ja. ja. Ich wusste, dass das passiert, deswegen. Ihr wisst Bescheid, ne? Also. Oh, ein Hinterhalt wegen einem Viech. Oh, man. Ich drehe am Rad. Können wir den... Den kann Quina bestimmt auffressen. Und sie dann macht jetzt nicht so viel Damage, habe ich das Gefühl. Und jetzt kann... Fressen? Ja, ich glaube, den hatte sie dann schon zum Fressen gern, die Quina. Muss schwächer werden. Ja, das dachte ich mir schon fast. Deswegen lasse ich Freier angreifen. Die hat nämlich auch nicht so eine... Ich wollte nichts sagen, wirklich. Also ich wollte schon sagen, die hat schon einen bombastischen Angriff, aber... Ja, also... Ihr wisst, glaube ich, selber Bescheid, was ich gerade sagen wollte. Brauche ich mich jetzt nicht rausreden. So, wir betreten jetzt einfach mal Giza Malukas Grotte. Und ja, ich meine,
Ja, kann man jetzt nichts ändern daran. Also wir haben jetzt viel gelevelt und alles und bestimmt jetzt wieder 5 Parts oder so. Das tut mir jetzt auch leid. Aber ich finde, es gehört einfach zum Spiel dazu. Und wer sich beschwert, Gisama Lucas Grotcher. Dem kann ich leider nicht helfen. Was ist hier vorgefallen? Was ist passiert? Bist du verletzt? Nee, mir geht's gut, ich schlaf nur. Ey, ich bin es, Freier. Sieht schlimm aus. Ja. Wer sind diese? Wer um alles in der Welt sind diese Schwarzmagier? Leute wie ich. Dir hat das nichts zu tun. Vivi. Es waren deine Leute? Unmöglich. Aber am meisten sorge ich mich um das Wohl des Königs. Der ist wahrscheinlich schon gefallen. Wir müssen uns sputen. Sputen und huten. Lilly, was hast du nur an so einem gefährlichen Ort verloren? Was hast du da nur verloren? Los, folgen wir ihr. Hey, bist du in Ordnung? Du bist keiner dieser Schwarzmagier, richtig? Richtig, wir sind auf deiner Seite. Meine Zeit ist gekommen. Nimm diese Glocke und eile zum Königreich. Diese Schwarzmagier raubten uns auch unsere kostbaren Glocken. Nehmt euch in Acht vor ihnen. Beeilt euch zum Palast und beschützt seine Majestät. Hey! Ach, Kumpel, überlass es uns. Ja, Mist, man. Musste der jetzt ausgerechnet hier sterben? Ding-a-ding-a-ding. Beide Glocken läuten im Einklang. Ach was. Die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Lustig. Töten! 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 Wer ist das, frage ich. Noch nie gesehen, sage ich. Doch, er ist uns schon mal irgendwo begegnet, sage ich. Wirklich, frage ich. Ich kenne ihn nicht, sage ich. Auf jeden Fall sollten wir ihn auslöschen, sage ich. Das sollten wir, sage ich. Na, kommt mal her, Jungs. Gib Fett auf die Fresse, ich esse gerade neben meinem Lebkuchen, tut mir leid. So. Nette kleine Arena. Wir sind zu viert. Kein Wunder, dass wir hier keinen Hinterhalt bekommen. Finde ich irgendwie auch gut. Und der Kampf müsste eigentlich direkt vorbei sein. Weil die Jungs haben uns eigentlich recht wenig entgegenzuwirken. Entgegenzusetzen, meine ich, Entschuldigung. Oder? Ja. Die Dinger sind... Die fallen schneller um als... eine Mücke. Gegen Quina. Klar. Hält ja nichts aus. Ja. Die Dinger sind echt schwach. Ich glaube, wir kriegen ja keine XP dafür, oder? Doch. Geil. Und AP auch noch. Das ist natürlich Hammer. Und das gefällt mir natürlich extremst. Was mir allerdings nicht so gefällt an Final Fantasy ist, dass man... Hilfe! Er ist viel zu stark, sage ich. Ja, sage ich. Dass man für Kämpfe mit Bossen oder so keine XPs mehr bekommt. Finde ich irgendwie... Naja, komm her. Töten! Ja, ich... Ich mach dich töten. Du nix wissen, Straße dunkel, mein Freund. Ich mach dich gleich dunkel. Vor die Auge. Willst du schon sehen? Wieder zwei.
Mal probieren, ob die Feuermagie was hilft. Der fällt um wie ein nasser Sack. So. Wenn er Feuer macht, dann könnte... Oh, das ist sehr effektiv gegen Vivi. Das heißt, das könnte auch sehr effektiv gegen ihn sein. Wenn der Feuer auch einen guten Treffer landet. Und jetzt fressen. Ansonsten beenden. Oh. Nicht schlecht, der Treffer. Greener fressen. Nicht genießbar. Na gut. Dann beende es halt sie dann. Auch kein Problem. Nicht genießbar. Drachentöter gelernt. Super. Das finde ich schon mal toll. Das finde ich schon mal wirklich toll. So.